sicher unterwegs in Bayern. Einen Schul- oder Linienbus überholen. So geht's richtig. Situation 1. Der Bus hält ohne Warnblinker an einer Haltestelle. In diesem Fall dürfen Autos aus beiden Richtungen vorsichtig vorbeifahren. Achtung, Fahrgäste könnten plötzlich die Straße überqueren. Situation 2. Wenn der Bus den Warnblinker während der Fahrt eingeschaltet hat, dann darf ich ihn nicht mehr überholen als Autofahrer. Und wenn der stehende Bus an der Haltestelle den Warnblinker eingeschaltet hat, darf ich nur noch in Schrittgeschwindigkeit und mit ausreichendem Sicherheitsabstand vorbeifahren. Das Gleiche gilt auch für den Gegenverkehr. Schrittgeschwindigkeit heißt 4 bis 7 km/h. Wer sich nicht daran hält, muss mindestens mit einem Bußgeld von 15 Euro rechnen. Wer das Überholverbot ignoriert oder Fahrgäste gefährdet, zahlt bis zu 70 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg. Situation 3. Wenn der Bus an der Haltestelle losfahren will und das durch Blinken anzeigt, dann hat er Vorrang vor dem fließenden Verkehr. Also der fließende Autoverkehr muss dann den Bus einfädeln lassen. Und im Gegenzug muss natürlich der Busfahrer darauf achten, dass er den Blinker frühzeitig setzt und dem Autoverkehr Gelegenheit gibt, auch darauf zu reagieren. Die Regeln gelten nur für gekennzeichnete Schul- oder Linienbusse, nicht für private Busunternehmen oder Fernbusse. Doch nicht nur an Haltestellen gibt es Regeln, sondern auch für Busspuren. Bussonderspuren gibt es meistens im innerstädtischen Bereich, um den Verkehr flüssiger zu halten. Das bedeutet, dass der Bus in der Regel eine eigene gekennzeichnete Sonderspur hat, auf der er fahren darf. Autofahrer dürfen diese Spur nicht benutzen, dürfen da auch nicht drauf parken oder überholen. Hier noch einmal alles Wichtige für Sie in unserer Checkliste zusammengefasst. Bus an der Haltestelle, langsames Vorbeifahren erlaubt, auf Fahrgäste achten. Warnblinker am stehenden Bus eingeschaltet, nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, das gilt auch für den Gegenverkehr. Beim Losfahren hat der Bus Vorrang. Auf Busspuren darf generell nicht gefahren werden, außer ein Zusatzschild erlaubt es. Seien Sie bei Schulbussen besonders vorsichtig, denn vor allem jüngere Kinder können Gefahren oft nicht richtig einschätzen. Dann sind Sie auch weiterhin sicher unterwegs, nicht nur in Bayern.